So, das Gerüst steht schon. Interessant, ja. Mal schauen, wie sie dann da arbeiten. Klar, da. Wow. Naja, das muss ja dann wieder umgestellt werden. Ich weiß nicht, ob sie es dann, müssen sie es wahrscheinlich ja wieder auseinandernehmen. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch so hält. Wow, kann ich nur sagen. Ja, so schaut es jetzt hier aus. Wir haben schon alles gestrichen. Jetzt muss natürlich noch die Couch, die ist auch in Arbeit, alles hoch, 40 cm, dass wenn es mal wieder überschwemmen sollte, was wir ja versuchen da draußen zu stoppen. Aber wir haben natürlich jetzt die Mauer da gebaut. Aber das Problem ist natürlich auch, die ganzen Mauern, wenn natürlich das Wasser außenrum drückt, ob die dann halten, ne? Weil wenn von zwei Seiten gedrückt wird, dann fällt natürlich die Mauer nicht ein, aber nur von einer Seite. Wenn wir sehen, ob die Mauern dann halten oder nicht. Aber ja, das wird natürlich dann wahrscheinlich noch schlimmer, weil dann bricht es auf einmal hier rein wie eine kleine Flutwelle, wenn es auf einmal einbricht, die Mauer. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall schon mal so weit abgedichtet, dass es dicht sein könnte. Und wenn die Mauer hält, haben wir vielleicht kein Problem mit dem Wasser. Wobei man natürlich auch überlegen muss, es kann ja nicht ablaufen. Also im Zweifel, wenn es lange regnet, dann, aber gut, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass dann hier so viel reinregnet, dass es dann doch wieder reinkommt. Aber dann müsste man halt eine Pumpe tatsächlich noch irgendwo installieren, die das Wasser dann rausbringt. Aber die Gefahr ist natürlich, dass der ganze Druck von außen die Mauern einschmeißt. Aber ansonsten schaut es ja ganz gut aus. Ich habe ja eigentlich auch hier die neuen Dinger gekauft. Mal schauen, ob das passt. Ja, die kann ich ja gleich mal reinmachen dann. Ja. Und wie schaut es da draußen aus? Nicht das hier. Okay. Bei dir. Very special. I hope it holds. So, der Bauch ist Gerüstebauer. Also ich hoffe, dass das alles hält dann auch. Dass wir nicht einfallen hier. Gerüstbau auf Thailändisch oder Asiatisch, sagen wir mal. Auf Asiatisch. Ja, Bambus ist sehr, hält ja sehr viel aus. Und ja. Na, da schaue ich mal von der anderen Seite ran. Oh, aufpassen, dass es nicht auf meinen Kopf landet hier. Naja, hier schaut es natürlich auch noch aus von der Flut. Ist alles noch alles matschig hier beim Nachbarn. Ach. Oh, oh, oh. Aha, ey. Sind doch. Ha? Huh? But you are too heavy. Yes. Eat too much. My bad lie. Not good. I hope he knows what he is doing. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke. Super. Give me five. Yeah.